Hola, Light Gaming ist mal wieder am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Live-Kommentar hier auf dem Kanal. Ich spiele mal wieder eine Runde Pokémon Showdown, live, natürlich, wie schon gerade vorhin erwähnt. Und ich dachte mir, komm, wir spielen jetzt mal ein bisschen Mixed. Das hier ist mein Team bestehend aus, also ich beginne schon mal das Battle. ja, bestehend aus Flampivian, Tangolos, Miltank, Tandrak, Austoss und Meganie. Also ich habe heute mal so... Ja, einfach mal geguckt, welche Pokémon mir so gefallen, welche ich mitnehmen könnte, und ich habe geguckt halt, dass ich ein bisschen auf physische und speziellen Angriff gegangen bin. Jetzt, wo ich das so sehe, fällt mir auf, ich habe ziemlich wenig spezielle Angriffe. Das einzige ist Tandrak und Tangolos, die so wirklich speziell angreifen, aber gut. Gucken wir mal, wie es läuft. Auf jeden Fall, der Gegner hat auch schon ziemlich kranken Shit mit. Und ich schätze mal, dass... Galvantula, wie heißt es noch? Ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch heißt. Jedenfalls, das Elektrokäfer hier, denke ich mal, fängt damit an. Aber da bestimmt Focus Sash ist. Ich fange mal mit meinem Flampivian an. Das ist nämlich Choice Scarfed. Okay, er fängt mit Victini an. Ich denke mal, ich könnte ihn mit dem Stone Edge direkt ausschalten, oder? Oder? Gucken wir mal. Okay, er wechselt aus. Und Aerodactyl, das ist auch nicht schlecht. Und da ist der... Oh mein Gott, Aerodactyl schon mal direkt in der ersten Runde ausgeschaltet. Das ist mega gut. Das ist wirklich mega gut. Und selbst wenn es jetzt nicht getroffen hätte, hätten wir in der nächsten Runde immer noch mal angreifen können. So. Okay, Special Death. Nein, das lassen wir mal lieber. Wir gehen in Tantrag, meine spezielle Wall. Das macht trotzdem viel Schaden. Okay, live auch, oder? Wir legen erstmal die Toxic Spikes raus. Ich hoffe mal, er hat keinen Eisstrahl drauf. Oh, das habe ich komplett vergessen. Das ist jetzt bitter. Ich vergesse irgendwie immer diese komplett obvious Moves. Psychokinese. Klar, ich bin Typ Gift, ich Idiot. Scheiße. Auf gut Deutsch gesagt. Aber gut. Nein, das reicht nicht aus. Schade. So, Megani erstmal den Move abfangen und jetzt werden wir noch verbrannt. Und das ist mega scheiße. Denn wir spielen Megani physisch offensiv. Das ist eine Variante, die ich mir jetzt eben mal kurz selbst ausgedacht habe, weil ich dachte, komm, der hat einen guten Movepool. Also recht gut eigentlich. Da kann man bestimmt was mitmachen. Ich spiele nämlich Erdbeben drauf. Das sieht man bestimmt ziemlich selten auf dem Ding. Ist auch bestimmt ziemlich überraschend. Aber gut. Jetzt hat er erstmal seinen Vorgenerator rausgehauen. Unser Megane ist kaputt. Hat er... Nein. So, wir gehen jetzt in unser Austausch und das ist halt dieses komplett typische Moveset mit Focus Sash und Shell Smash. So. Da kommt der Vorgenerator und der bringt uns noch runter auf unseren Sash. Aber gut, das ist ja eh egal. Und jetzt können wir den Rock Blast raushauen. Und wir treffen zum Glück auch. Weil ich habe in letzter Zeit ziemlich wenig Glück, sage ich mal, in Pokémon Showdown. Das ist echt krank. Also ich habe mal die ersten 5 Runden habe ich 3 Critical Hits kassiert. In einer, also in einem Spiel, in einem Kampf. Ja, das ist echt bitter. Die waren auch meistens sehr matchentscheidend, also. Naja. Das Gute ist, jetzt haben wir auch was wegen dem möglichen Sage von Galvantula. Aber jetzt kommt erstmal Lucario. Der hat garantiert einen Priority Move. So, gehe ich nochmal für Eisschaden, ein bisschen Schaden machen. Er ging nicht für einen Priority Move. Dann hätten wir ihn ja vielleicht rausnehmen können. Ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht. Aber wir haben immer noch einen Flampivian, welches gechoice-gehaft ist und können mit einem Fire Punch auf jeden Fall jedes in der Pokémon ordentlich treffen und entscheidet sich dafür, Lucario zu opfern. Naja.
Jetzt kommt sein Crocodile. Aber ich habe noch eine physische Wall in der Hinterhand. Gegen die wird er garantiert nicht viel machen können. Und das Gute ist, ich spiele Giga Drain drauf. Das heißt, ich kann mich auch wieder ein bisschen recovern. Und einen Move werden wir auf jeden Fall noch fressen können. Auch einen Fire Fang. Und da wir die Großwurzel drauf tragen, können wir uns auch nochmal komplett recovern, fast zumindest. Und gehen jetzt für den Fall, dass er wechselt, in eine Hidden Power Rock. Das sieht man echt selten, muss man sagen. Also, ich habe es noch nie gesehen zumindest, aber ich dachte mir so, okay, Tangolos hat eine Schwäche gegen Flug und Feuer und Käfer und Gestein ist gegen alles drei sehr effektiv und deshalb sollte man damit eigentlich ganz ordentlich absagen. So, jetzt habe ich aber meinen Tangolos geopfert, weil mir gegen Galvantula eh nicht mehr viel gebracht hätte und jetzt kann ich mit meinem Miltank reinhauen, das sehr schnell ist, das Miltank, das glaubt man gar nicht. Und kann mit einem Body Slam ordentlich reinballern. Er ist nämlich gechoice beendet mit dem Miltank. Voller Angriff. So, und jetzt ist es zwar nur noch das letzte Pokémon, aber doch recht lockerer Sieg, sage ich mal, denn er hat nichts, womit er mich noch besiegen kann. Und ich kann ihn mit einem Fire Punch ausnehmen. Wunderbar. Okay, ich denke aber mal, dass das ein bisschen kurz ist, deshalb machen wir einfach noch direkt mal einen Kampf mit demselben Team hinterher. Denke ich mal so, ja, kann man sich mal gönnen, ne? So. Ich habe übrigens, als ich mein erstes Video hochgeladen habe, okay. Ich wechsle meinen Tantrag, weil ich mir sicher bin, dass er mit Ambidiffel leadet. Und somit ist eine 30%ige Chance, dass wir auf jeden Fall ihn vergiften. Und das ist auch schon passiert, wunderbar. Wir sind natürlich geflincht, das ist natürlich klar. So, und jetzt können wir in Tangolos wechseln. Aber das macht ordentlich Schaden, muss man sagen. Aber ich gehe jetzt nochmal für den Giga Drain. Und uns nochmal komplett zu recovern. Jetzt sind wir zwar getauntet, also wir gehen verhöhnt. Verhöhnt sind wir, genau. Aber gut, das ist kein Problem. Jedenfalls, im letzten Video hatte ich ja gesagt, ihr könnt mir ein paar Vorschläge, Verbesserungsvorschläge hinschreiben und Fanmade Let's Play hat sich dann natürlich ein paar Gedanken noch gemacht. Und dafür bin ich ihm auf jeden Fall dankbar. Jedenfalls hat er geschrieben, dass ich vielleicht mal ein bisschen das Fenster, wo man halt kämpft, vergrößere und das habe ich ja jetzt gemacht hier. Ich hoffe mal, das ist jetzt besser. Dann habe ich den Ton ein bisschen leiser gestellt, dass der auch nicht mehr so laut ist. Und ja, ich hoffe mal, das mit der Stimme, dass die ein bisschen, was weiß ich, schüchtern klingt, das auch in der Zeit weggeht. So, jetzt ist natürlich die Frage. Kann mein Tangolos? Ah, ich lasse ihn einfach mal drin. Nein, das können wir nicht überleben, schade. Weil, ich dachte mir, wenn ich jetzt einen Flampivian vielleicht wechsle. Nee. Aber was will Flampivian gegen mich machen? Selbst ein Icicle Spear reicht nicht aus. Würde er in irgendetwas wechseln? Ich mache einfach mal den Fire Punch. Und wir sind sogar schneller. Dank unserem Choice Scarf. Und unserer kompletten, Einteilung in Initiative, also komplette Init-FVs. So. Mit positiven Wesen, glaube ich, auch noch, wenn ich mich nicht irre jetzt. Und ich gehe einfach mal weiter für den Fire Punch. Ab irgendwie auf den. Wir müssen noch schneller sein, oder? Sind wir noch schneller? Nein. Aber wir bleiben einfach mal drin. Jetzt ist natürlich blöd. Unser Austausch hat seinen Fokus-Stage verloren. Hätte ich eigentlich mit rechnen können, aber gut, das ist jetzt blöd gelaufen. Dann lass ich unser Flampivian jetzt sterben, weil paralysiert bringt uns jetzt eh nicht mehr viel. Und dann gehe ich in meinen Miltank. Und hau einen Hammerarm raus, das sollte eigentlich das Eggman besiegen. Ach du
Kacke. Das war sehr wenig Schaden. Okay, dass er jetzt wechselt, hätte ich mir irgendwie auch denken können. Okay, dann opfer ich jetzt sozusagen mal meinen Austausch. Los, Austausch. Dark Falls. Okay. Komm, einen Icicles Bear können wir noch raushauen. Auch wenn der überraschend wenig Schaden macht. Ja gut, es ist eine defensive Wall. Das ist echt na toll. Hm. Haben wir hier mit was? Nö. Okay, was? Ja, komm, wir gehen mal mit Megan hier rein. Und hauen die Leech Seeds raus. Gegen ein Florges ist das auch gut. Ein Florges wird nicht ahnen, dass wir physisch sind. Das bedeutet, wir können mit einem Impolizid angreifen. Und wir treffen sogar viermal. Aber wir haben einen Earthquake drauf, womit er nicht rechnet. Muahaha, ich liebe Meganien. Müsste echt mal ausprobieren, so physisch offensiv. Ich hab's auch mit einem harten Wesen. Aber ich meine auch noch. Warte, wenn ich mal gucken. Ja, und ich habe die EVs halt auf Verteidigung und Spezialverteidigung beides verteilt. So. Skepta ist ja natürlich der perfekte Counter gegen. Jetzt ist die Frage, wechsle ich in mein... Ja komm, ich wechsle in mein Tantrak. Er geht wahrscheinlich nicht für eine Pflanzenattacke. Er geht für Dragon Pulse. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Er ist schneller. Ich weiß nicht, sollen wir mal einen Miltank opfern? Nein, der kann uns noch behilflich sein. Ich denke, ich opfer... Nein, kann ich auch nicht opfern. Megane. Leaf Storm. Das wundert mich jetzt. Warum er für Leaf Storm geht. Der Wechsel auf Miltank war jetzt nicht gerade so wahrscheinlich. Aber gut. Dann hau ich noch ein bisschen mit Earthquake drauf. Focus Blast? Was willst du, Skepta? Naja. Ach ja, zweimal hintereinander daneben, das ist jetzt echt fies. Das ich kenne das. Das kenne ich gut genug. Und dreimal dann. Ach du Kacke, ach ja. Das ist echt mies. Wahrscheinlich geht es den Skepta jetzt auch noch deshalb drauf. Mal gucken, was er macht. Okay, Giga Drain. Oh, das macht 10% Recover. Okay, zweimal. Können wir noch angreifen? Es sei denn, wir kriegen jetzt einen Critical Hit. Nein. So viel Glück wäre dann doch ein bisschen zu viel verlangt. Ich denke mal, der ist jetzt auch sterben. Jo. Kriegt sogar noch mal einen. Ach ja. Okay, er ist jetzt geragequittet, glaube ich. Gut, dann zwei Siege hintereinander. Ich denke mal, so schlecht war die Folge gar nicht. Dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Mir könnt mal hin unten in die Kommentare schreiben, ob die Verbesserungen irgendwie gelungen sind oder so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, ciao.